Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Experten-Talks auf Kommunalnet. Heute mit Diplom-Ingenieurin Katharina Steinbacher vom BML zum Thema Förderungen in der Gewässerökologie. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Steinbacher, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft fördert ja seit vielen Jahren gewässerökologische Maßnahmen. Was sind denn das konkret für Maßnahmen und warum werden diese finanziell unterstützt? Ja, unsere Gewässer unterliegen schon seit Jahrzehnten einem hohen Nutzungsdruck. Das heißt, die Flüsse wurden begradigt oder auch Querbauwerke, Rampen wurden mitten in den Fluss gestellt. So wurden künstliche Barrieren geschaffen und auch Lebensräume zerstört. Aktuell weisen 60% der österreichischen Fließgewässer keinen guten ökologischen Zustand aus. Das heißt, sie sind nicht in dem Zustand, in dem sie eigentlich sein sollten. Intakte Gewässer aber bieten einen großen Mehrwert für alle Regionen in Österreich. So bieten sie eben Lebensräume für Tiere und Pflanzen, stellen Naherholungsräume für uns Menschen zur Verfügung oder wirken sich auch positiv aufs Mikroklima aus, um nur ein paar dieser positiven Aspekte zu nennen. Die Wichtigkeit dieser intakten Gewässer ist sich das Ministerium bewusst und fördert nunmehr seit 15 Jahren gewässerökologische Maßnahmen. Unter gewässerökologischen Maßnahmen kann man sich eben vorstellen, die Entfernung oder den Umbau dieser Rampen, sodass Fische wieder wandern können, die Anbindung von Altarmen, dass Lebensräume wieder genutzt werden können oder auch die Herstellung natürlicher Flussläufe, sodass sich natürliche Lebensräume ausbilden können. Grob zusammengefasst kann man also sagen, gewässerökologische Maßnahmen sind Maßnahmen, um Lebensräume wiederherzustellen und um Lebensräume zu vernetzen. In der Periode 2020 bis 2027 stellt das Ministerium 200 Millionen Euro an Förderungsmittel zur Verfügung. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, es sind noch ausreichend Mittel vorhanden für weitere wichtige Projekte. Wer kann denn eine Förderung beantragen und was wird konkret gefördert? Ja, es gibt zwei Förderungsschienen. Es gibt die kommunale Förderungsschiene, das betrifft Gemeinden, Verbände, Genossenschaften. Und es gibt auch die Förderungsschiene für Wettbewerbsteilnehmer. Das ist in der Regel Unternehmen, die eine Anlage zur Wasserkraftnutzung betreiben. Ich werde aber in weiterer Folge nur auf die kommunale Schiene eingehen, weil ich denke, dass das für die Gemeinden die wichtigsten Informationen gibt. Wie schon erwähnt, wir fördern gewässerökologische Maßnahmen, also die Maßnahmen zur Wiederherstellung und Vernetzung von Lebensräumen. Wir fördern aber nicht nur die reinen Baukosten, sondern auch die Kosten für Gutachten, Bürgerbeteiligungsprozesse, und sollte zusätzlich Grund angekauft werden müssen, so ist dieser bis zum Verkehrswert förderungsfähig. Von Seiten des Ministeriums werden 60% der Investitionskosten gefördert. Dazu gibt es parallel Landesförderungen in der Höhe von der Regel 30%. Und bis ins Jahr 2026 kann man auch beim Biodiversitätsfonds des Klimaministeriums eine zusätzliche Förderung beantragen. Und kombiniert man all diese Förderungen, so bleibt der Gemeinde lediglich ein Eigenmittelanteil von 2-5% übrig. Wie kommt man nun als Gemeinde konkret zu dieser Förderung und was gilt es zu beachten? Die Förderung seitens des Ministeriums wird über die Abwicklungsstelle Kommunalkredit Public Consult abgewickelt in Zusammenarbeit mit den Ämtern der Landesregierungen. Die Einreichung erfolgt online über eine Plattform www.meineförderung.at. Das kann laufend durchgeführt werden. Es gibt keine zeitlich begrenzten Förderungscalls. Und die Genehmigung seitens des Ministeriums erfolgt etwa halbjährlich. Das Praktische an dieser Online-Einreichung ist, dass es einen einzigen Antrag bedarf, um alle drei vorher erwähnten Fördermöglichkeiten abzurufen. Die Voraussetzungen, wann und wie eine Förderung gewährt werden kann, sind in den Förderungsrichtlinien niedergeschrieben. Die sind auf der Website der Abwicklungsstelle oder auch des Ministeriums zu finden. Vielleicht ein paar wichtige Eckpunkte. Eine Gemeinde kann dann eine Förderung beantragen, wenn sie Trägerin des Konsens ist, des wasserrechtlichen Konsenses. Der Antrag muss vor Baubeginn gestellt werden und es müssen alle notwendigen Bewilligungen, sowie Wasserrechtsbewilligungen, naturschutzrechtliche Bewilligungen vorhanden sein.
Alle weiterführenden Informationen sind auf der Webseite des Ministeriums oder der Abwicklungsstelle zu finden. Und für Gemeinden gibt es auch diesen Folder, wo alle wichtigen Eckpunkte festgehalten sind. Wie sieht es denn mit den Erfolgen der Förderung in der Gewässerökologie bisher aus? Ich kann sagen, die Förderung Gewässerökologie ist ein wichtiger Motor und bietet einen guten Anreiz, damit gewässerökologische Maßnahmen umgesetzt werden. Es wurden bisher schon eine Vielzahl an Projekten umgesetzt. All diese aufzuzählen wird den Rahmen hier sprengen, aber zusammengefasst kann ich sagen, dass Fließgewässerstrecken renaturiert wurden, die in Summe einer Länge etwa von Wien nach Klagenfurt entsprechen. Oder es wurden 920 Querbauwerke oder Rampen umgebaut oder entfernt, sodass Fische wieder wandern können. Und der Natur wurde durch diesen zusätzlichen Flächenankauf auch wieder Fläche in der Summe von ungefähr 250 Fußballfeldern zurückgegeben. Es ist aber weiterhin wirklich viel zu tun. Und wer sich für konkrete Maßnahmen und Projekte interessiert, den kann ich raten, auf der Website des Ministeriums nachzuschauen. Dort sind einige Projekte dargestellt oder auch in Broschüren zusammengefasst.